Sora! Donald! Goofy! Das hat wehgetan. Nenn das für dich. Klar, soweit? Oh, weh. Sehr nett von euch. Wie bitte? Hat mich wer vermisst? Na dann, Pirat gefällig, hm? Wie du meinst. Dann siehst du sie nie wieder. Die Black Pearl ist nahezu uneinholbar. Du brauchst dringend ein neues Mädchen, mein Freund. Ah, zum Glück bin ich bald ihr Captain. Aus ihr wird noch ein gutes Piratenschiff. Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Du musst das Herz der schönen Frau schon alleine gewinnen. Ich sehe dabei keinen Profit für mich rausspringen. Du und ein bunter Haufen an Bord. Captain Sparrow. Die Kurzform für William, nehme ich an. Sicher nach deinem Vater benannt, nicht? Nun dann, Mr. Turner, mach sie zum Auslaufen klar. Ich hab noch ein paar Dinge zu erledigen. Natürlich. Was haltet ihr denn von diesem Will? Ah, ich spüre, wie der Wind sich dreht. Nein, noch nicht. Wir warten auf den passenden Augenblick. Darf ich dich etwas fragen? Habe ich dir je Anlass gegeben, mir nicht zu vertrauen? Bleib hier und stell ja nichts Blödes an. Als du mit meinem Schiff davongesegelt bist und mich auf diesem gottverlassenen Fleckchen Land ausgesetzt hast, mit einer Pistole und einem einzigen Schuss als Ausweg, ist dir was Wichtiges entgangen, mein Guter. Ich bin Captain Jack Sparrow. Wie wär's? Warum lassen wir beide die Vergangenheit nicht ruhen? Du löst meine Fesseln und lässt mich die Rückgabe deines Medaillons aushandeln, ha? Was sagst du dazu? Ach, was für dich klug ist oder nicht, kümmert mich nicht im Geringsten. Gib mir die Pearl zurück! Und wieder muss ich zusehen, wie dieser Barbossa mit meinem Schiff davonsegelt, aber schon bald gehört sie wieder mir. Captain Jack Sparrow. Ah, was ist? Doch, du könntest aufgeben, Barbossa. Ach, genug jetzt damit. Du kannst deine Kugel von damals zurückhaben. Was ich will, jetzt, wo die Pearl wieder mir gehört. Ich dachte glatt, du willst wieder zuschlagen, mein Freund. Ich muss los. Zora, helft mir! Lasst ihr mich wegen Details dahinscheiden? Entschuldigt bitte, ihr Lieben, aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so. Das hier ist kein Passagierschiff. Und darauf willst du jetzt eine Antwort? Werft ihn über Bord. Wie bitte? Das entstammt dem Piratenkodex. Wenn ein Gegner wünscht zu verhandeln, darf man ihm nichts antun, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Stimmt, aber als ehrenwerte Piraten halten wir uns immer an den Kodex. Meinetwegen. Also raus damit. Überraschend entgegenkommt von dir. Und was willst du dafür? Was? Gleich weißt du, was passiert, wenn man einen Kuhhandel mit Piraten macht. Sora, Donald, Goofy, los! Und wann hätte ich das wohl anstellen sollen? Vielleicht hat ja ein bisschen Fluch den Besitzer gewechselt beim Kampf gegen dieses Monster. Aber wieso ist an euch dreien noch Haut dran? Nicht festquatschen, Freunde. Wir brauchen dringend einen schwimmenden Untersatz. Ein Medaillon. Schnappt es euch. Fehlen noch drei. Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar soweit? Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Aber wo ist die Truhe? Nein, sie bringen ihnen Blumen mit. Ich weiß nicht, wer diese Organisationstypen sind, aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass sie hier weiter ihr Unwesen treiben. Dann hart beidrehen und nichts wie los! Los, ich lenk ihn ab. Und was soll dann das? Na dann mache ich mir keine Sorgen. Holt euch das Gold! Das ist Ansichtssache. Wer war der Kerl eigentlich? Wie lautet dann der Plan? In diesen Gewässern ist mir ja viel zu Ohren gekommen, aber sowas noch nicht. Klar doch. Unruhestifter wie diesen Kapuzenmann und die Herzlosen können wir hier nicht brauchen. Sie machen uns Piraten das Geschäft kaputt. Ein Pirat ist immer nur auf seinen Profit aus, Miss Swan. An meinen Honorarwünschen eingangs hat sich jedenfalls nichts geändert. Soras wunderschönes Schwert. Also wenn du es so einfach rausrückst, gibt's doch bestimmt einen Haken. Na bitte, sag ich doch. Das stimmt, aber eines Tages stelle ich mir die verruchteste Crew zusammen und hol mir das Schwert. Bis dahin weiß ich auch, wie man damit umgeht. Wenn diese Zeit kommt, tretet ihr beiden meiner Crew bei. Das ist mir genug Belohnung. Nicht doch.